Hallo, herzlich willkommen hier heute Abend bei uns im ZFN zu unserem heutigen Infoabend über die radioaktiven Arzneien in der Homöopathie. An meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Friedrich Ritzer und Dr. Hans Eberle. Hallo, ihr beiden. Und Hallo. Hallo. hallo, wir drei, wir werden Ihnen jetzt ein bisschen was über die Inhalte unseres Seminars erzählen, dass wir im Herbst für Sie bereithalten, wo es dann an 8 Abenden ganz in die Tiefe geht und Sie ganz viel über die radioaktiven Arzneien lernen können. Heute einfach ein kleiner Einblick, aber es geht auch schon, kann ich schon verraten, wirklich ins Eingemachte. Also Sie lernen tatsächlich auch schon ein bisschen was heute und das ist sehr, sehr spannend. Ich habe mir das jetzt auch durchgelesen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, so viel weiß ich nicht über die radioaktiven Arzneien. Aber heute werden wir dem schon ein bisschen näher auf die Spur kommen. Mein Name ist Julia Groß. Ich bin die Fachbereichsleiterin hier für den Fachbereich der Naturheilkunde und der Ernährung im ZFN und bin eben auch für den Bereich der Homöopathie somit zuständig und bin immer froh, wenn wir tolle, neue, spannende Themen Ihnen anbieten können und natürlich heute sogar mit zwei Koryphäen, die normalerweise große Hallen füllen und jetzt haben wir sie für uns gecatcht. Und da dürfen wir jetzt ordentlich gespannt sein und was lernen. Ja, die Homöopathie hat ja schon eine lange Tradition bei uns im ZFN, jetzt eben auch online. Das haben wir der Corona-Pandemie zu verdanken, wenn wir vorher gar nicht so auf die Idee gekommen. Aber somit können Sie ganz entspannt von überall aus der Welt diesem tollen Seminar und diesem heutigen Infoabend lauschen. Würde ich sagen, starten wir gleich mit der Vorstellung unserer beiden Dozenten und dass wir hier Herrn Ritzer dabei haben, also Friedrich, da freue ich mich ganz besonders. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Ich habe ja vor 15 Jahren die TCM-Ausbildung bei dir gemacht, war mit dir zweimal in China und wusste bis vor ein paar Wochen gar nicht, was für eine Leidenschaft bei dir in der Homöopathie steckt und war mir gar nicht bewusst, was du da alles schon auf die Beine gestellt hast und bin umso beeindruckter. Und ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir. Danke, Julia, für die freundlichen und aufbauenden Worte und Anerkennenden. Wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange und ich freue mich hier über unsere Forschungen der letzten 30 Jahre, die ich mit Hans Eberle zusammen gemacht habe, hier auch am ZFN darüber zu berichten. Ich selber, mein Werdegang hat begonnen mit Theologie und Philosophiestudium in Passau. Gleichzeitig habe ich eine Heilpraktikerschule besucht und also habe alles parallel 1983 begonnen und dann halt die normale Amtsarztprüfung und so weiter und später dann eben konkret Homöopathieausbildungen absolviert und Ausbildung in chinesischer Medizin in der Arbeitsgemeinschaft für chinesische Medizin und klassische Akupunktur in München. Habe also, wie gesagt, das Wichtigste für mich ist die Verbindung mit Hans, was die Homöopathie anbelangt, wo ich in 1990 und 91 mit ihm in seiner Arztpraxis, damals Kassenarzt, Hans, habe ich mit ihm zusammengearbeitet, haben wir 2 Jahre lang am selben Platz gesessen und haben wir gemeinsam unsere Patienten oder seine Patienten behandelt und wir haben uns immer beraten und haben wir da hier auch immer diese Nacharbeit gemacht von jedem Patienten. Und da hat eigentlich so unsere Forschung angefangen und ganz klassisch haben wir dann 1995 begonnen, richtig Arzneimittelprüfungen durchzuführen in der Homöopathie. Und speziell unser großes Interesse waren eben die radioaktiven Stoffe die letzten 30 Jahre. Aber wir haben vieles andere auch gemacht. Ja, das wäre zu meinem Werdegang. Jetzt, Hans, magst du ein Ja. bisschen dich erzählen? Ja, mein Name ist Hans Eberle. Ich habe in Freiburg angefangen, Zahnmedizin zu studieren und habe dann schrittweise war ich schon in der Klinik und habe ich dann aber die Medizin dazu genommen und dann Staatsexamen nur mehr in Medizin in München gemacht. In der Praxis war ich ziemlich unglücklich, muss ich sagen, weil es da eigentlich dann nach der Ausbildung in der Klinik, in der Praxis
Als Allgemeinarzt war das einfach, ja, sehr langweilig, und ich habe mir gedacht, was mache ich da? Nur Antibiotika verschreiben, Schmerzmittel oder Magensäureblocker, und also das war, oder Beta-Blocker für den Blutdruck. Das war furchtbar. Und dann habe ich im Fernsehen den Primarius Dorci gesehen, und zu dem bin ich dann sicher 10-mal zu so Kursen nach Wien gefahren. Und ja, und mit dem Friedrich, das hat eigentlich am meisten mich begleitet, und seit 32 Jahren arbeiten wir jeden Mittwoch zusammen. Teilweise sind wir immer gefahren und haben uns besucht, er in Passau, ich hier in Bad Endorf, und seit Telefonieren, so billiges, arbeiten wir jeden Mittwoch per Internet. Und das seit 32 Jahren. Ja, also, und wir sind jetzt in dem neuen Synthesis mit 18 Nachträgen vertreten, und Friedrich schreibt viele Artikel, die ich mir dann hinterher durchlese. Also ich mache mir die Repertoriumseinträge, und was auch eine Riesenarbeit ist. Und aus den Prüfungen. Uran. Achso. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, vielleicht dass wir über das Uran, glaube ich, sprichst du nachher noch ein bisschen, wenn es um die Inhalte geht, oder? Genau. Ja. Dann kommen wir jetzt mal, heute ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen alles okay ist, ich mache mal kurz das Mikrofon von Dashana Hedi aus. So, also falls Sie etwas sagen möchten, Willi, möchten Sie etwas sagen, oder? Ah, nein, danke. Okay, dann schalte ich Sie auch stumm. Super, aber schön, dass Sie alle dabei sind. So, genau, prima. Wenn Sie Ihr Mikrofon anhaben oder freischalten, dann wäre es super einfach, in der Zeit, wo Sie jetzt gerade nichts fragen wollen, einfach das stumm zu stellen, dann haben wir hier gar keine Nebengeräusche. Jetzt geht es darum, wie ist dieses Seminar aufgebaut, wann fängt es an, wie viel kostet es. Das erzähle ich Ihnen jetzt noch kurz, bevor die beiden hier loslegen mit den Inhalten. Wir fangen am 17.10. an und sind vor Weihnachten, sind wir damit durch, am 12.12. Da haben Sie dann an den 8 Abenden wirklich sehr, sehr viel gelernt, immer montags von 19 bis 21 Uhr. Wir zeichnen natürlich jeden einzelnen Abend auf. Die Aufzeichnungen stehen Ihnen dann am Folgetag zur Verfügung, gleich bei sich im Portalbereich. Das heißt, auch wenn Sie jetzt montagsabends keine Zeit haben, weil Sie dann einen anderen Kurs haben oder irgendwas anderes, ist das nicht das Problem. Sie können immer auf die Aufzeichnung zurückgreifen, und die Aufzeichnungen stehen Ihnen auch 6 Monate nach Beendigung des Kurses immer noch zur Verfügung. Sie bekommen ein umfangreiches Skript, das kriegen Sie per E-Mail oder natürlich auch zum Download. Also in Ihrem Portalbereich, wie Sie jetzt auch hier reingekommen sind in den Infoabend, da finden Sie immer alles. Da finden Sie die Aufzeichnung, die Zugänge zum Seminar, da finden Sie die ganzen Skripte. Wenn es noch Präsentationsfolien oder Zusatzmaterialien gibt, finden Sie immer dort alles im Portalbereich. Die Kosten betragen 370 Euro. Wenn Sie jetzt schon ZFN-Schüler oder Schülerin sind, sind es 350 Euro. Sie sind Schülerin, wenn Sie eine größere Ausbildung vor kürzerer Zeit gebucht haben oder schon sehr viele Kurse bei uns gemacht haben, dann können Sie sich das zum Schülerpreis buchen. Falls Sie sich nicht sicher sind, rufen Sie mich einfach an, oder jeder von meinen Kolleginnen kann Ihnen das dann auch sagen, auf welchem Status Sie gerade sind. Dann, genau, sehen Sie hier nochmal in der Übersicht die ganzen Termine, die einzelnen. Ich schicke Ihnen das aber alles auch noch zu. Sie bekommen morgen von mir die Präsentation. Dort finden Sie auch nochmal alle Termine und eben auch die Kosten. Genau, daher ist das eigentlich schon alles zu unserem organisatorischen Part. Das heißt, jetzt könnten wir direkt in medias res gehen und einfach mal über den Sinn und Zweck dieses Lehrgangs sprechen. Und das würde ich natürlich sehr gerne, dass ihr das macht, weil ich glaube, ihr seid da doch befugter.
Insofern schalte ich mich jetzt einfach mal ab. Ich bin noch im Hintergrund dabei, wenn Sie noch organisatorische Fragen haben. Die Präsentation übernehmen, oder jetzt? Jetzt bist du dran. Ich gebe dir jetzt die Präsentatorenrolle. Ich bin jetzt hier im Hintergrund da. Du gibst du möchtest mir gerade. Du die nehmen oder möchtest? Ich gebe dir das. Ja, okay. Genau, jetzt kannst du. Moment. Nee, das musst du. Muss ich wahrscheinlich selbst. Nee, ich habe es schon gemacht. Jetzt ist alles gut. Jetzt bist du dran. Ich bin weg und höre jetzt gespannt zu, wie Sie alle. Und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn wir uns am 17. Oktober hier alle wieder treffen. Bis dann. Ciao, ja, danke. Ja, dann fange ich mal an. Also, es ist ja so eine Überschrift jetzt hier: Sinn und Zweck der Ausbildung. Also, wir beide arbeiten ja voll in der Praxis und der Sinn und Zweck ist eigentlich, dass wir unsere Patienten verstehen oder mitkriegen, von was die sprechen. Und da muss man sagen, dass sich ja mit der Zeit auch die Arzneimittelbilder verändern oder ganz andere Aspekte der Lebenssituation mit einbezogen werden. Das hat aber schon bei Kent so begonnen. Und das ist eigentlich unser Hauptanliegen, dass wir Arzneien haben wollen, die wir in der Praxis erkennen können, auch schnell und einfach erkennen können, die mit der Lebenssituation des Patienten zu tun haben und die sich abbilden in der Lebenssituation. Und da sind wir eigentlich, unserer Erfahrung nach, bewegen wir uns in der siebten Reihe. Wir sind im Atomzeitalter und es hat sich wirklich etwas geändert und wir ein Zitat von Pier Paolo Pasolini, der schreibt 1970, in den letzten 10 Jahren ist in Italien etwas passiert, wie in den letzten 50 Jahren auf der ganzen Welt. Wir sind von einem Weltzeitalter, einer tausendjährigen Ära, nicht nur eines Zeitraums von Jahrhunderten, in dem die Familie den wirklichen Kern dieses riesigen Mosaiks der vorindustriellen Gesellschaft bildete, also der Gesellschaft der Handwerker, Bauern, Seeleute, Hirten und so weiter, in ein anderes Weltzeitalter übergegangen, das der technologischen Gesellschaft. Gespräche und Selbstzeugnisse von Pier Pasolini im Wagenbach Verlag. Auf jeden Fall, was er schreibt, sind diese tiefgreifenden Veränderungen der Lebensverhältnisse. Und wenn jetzt am Wochenende hier das Gautrachtenfest in Bad Endorf war und sich da die Trachtler sammeln, dann ist es ein Hochhalten des Stammesfeuers, aber zum Beispiel 1900 haben 38% der Beschäftigten in der Landwirtschaft gearbeitet. 2000 waren es 2% und 2017 1,4% der Beschäftigten laut Bauernverband. Also, und das Interessante ist einfach, dass auch die dann da mit der Tracht kommen und die Tradition hochhalten wollen, dass auch die unter diesen grundlegenden Veränderungen im Atomzeitalter mit der Auflösung der Strukturen, sind ja die Stoffe der siebten Reihe sind nicht stabil. Das ist eine Auflösung zu erkennen. Ja, und ich kann nur empfehlen, gut aufzupassen, schon an unserem Informationsabend zu dem Seminar. Da können Sie schon viel lernen. Und über was wir reden, sind keine theoretischen Ableitungen. Es wurden ja schon Bücher geschrieben über die radioaktiven Stoffe. Und da wurde über Arzneien ganze Seiten geschrieben, die
die gar nicht zugänglich sind, die man gar noch nicht anwenden konnte. Also unsere Sachen sind garantiert nicht theoretisch abgeleitet, sondern aus der Praxis. Und wir haben 26 Jahre, beobachten wir jetzt mit einem speziellen Computerprogramm unsere Stoffe und 26 Jahre das Uranium. Metallicum steht auf der Packung, aber eigentlich ist es Uraniumoxidatum. Und Friedrich hat 541 gute Fälle in diesen 26 Jahren und ich 407. Also über was wir reden, sind über 908 Erfahrungen aus 948 guten und sehr guten, auffälligen Heilungen. Also, und da können Sie wirklich für Ihre tägliche Praxis Gewinn ziehen draus, aus dem Seminar. Geht's weiter. Das jeweilige Weltzeitalter und die damit einhergehenden Veränderungen in der Lebenssituation und der Lebenslage verändert die Menschen in ihrem Lebensstil und somit auch in ihren Krankheiten. Die Homöopathie muss sich bewusst werden, dass sich die Lebensumstände in den letzten 100 Jahren, besonders 50 Jahren, dramatisch verändert haben. Diese Veränderungen müssen einfach ernst genommen werden, weil sie eigentlich von miasmatischer Bedeutung sind. Die Bauern, die hier aufs Gaufest marschieren, die kommen dem nicht aus. Interessant ist, dass für viele bäuerliche Leute Plutonium-Nitricum sehr gut ist. Das werden Sie noch im Kurs erfahren, aber Plutonium hat den Zwang, das zwanghafte Werkeln und Arbeiten. Das ist Stadium 8 im Periodensystem. Und was auch hat existenzielle Ängste, existenzbedrohende Zustände. Und deswegen hilft Plutonium. Und da muss man nicht sagen, das muss eine Explosion von einer radioaktiven Bombe in der Umgebung sein. Das, was da passiert mit der Vernichtung der Bauern, das ist hochbedrohlich. Dadurch sind zusätzliche neue Arzneimittel notwendig, die diese Veränderungen abbilden. Unsere Zeitalter, das Atomzeitalter, macht es uns als Homöopathen nicht schwer, an welcher Stelle wir suchen müssen, nämlich in der siebten Serie des Periodensystems, der radioaktiven Serie. Wir werden vorstellen, wie gesagt, mit großen Erfahrungen bei Neptunium zum Beispiel haben wir nicht so viele Fälle. Uran ist unser Spitzenreiter, aber wenn wir über Neptun zum Beispiel sprechen, reden wir über 100 gute Heilungen. Es geht also um Uran, Plutonium, Neptun, Radiumbromatum, Thorium, Americium, Curium, Kalifornium. Alle Arzneien stellen wir vor mit einer Essenz, mit Leitsymptomen und Charakteristika, und wir bringen auch interessante Fälle aus der Praxis, aber nicht elendlang um 2 Stunden, wo man sich den Hintern platt sitzt, bis man endlich erfährt, sondern wir haben das wirklich konzentriert und destilliert. Nimmst, glaube ich, du, Friedrich, oder? Na, das ist nur mein Part. Der Lebensstil der Moderne ist geprägt vom industriellen technologischen Zeitalter und dem Wandel hin zu Autonomie, Freiheit und auf sich selbst geworfen sein. Das ist auch
Traditionen, feste Zugehörigkeiten zu Zünften, Schichten, Religion, in die man früher hineingeboren wurde und die dem Einzelnen Halt gegeben haben, lösen sich auf oder die gibt es schon gar nicht mehr. Der moderne Mensch ist auf sich selbst geworfen und er ist frei, je nach seinem persönlichen Glück, auch Fleiß und seinen Begabungen, in jede gesellschaftliche Schicht aufzusteigen oder auch abzusteigen. Eine wichtige Ressource für den Platz in der Gesellschaft ist die Bildung, die im Wesentlichen den Platz in der Welt festigen kann, weil die moderne Gesellschaft durch Bildung, Ansehen und ökonomischen Aufstieg erlaubt. Jeder ist so mehr oder weniger seines eigenen Glückes Schmied. Und deswegen auch sehr früh, was in den radioaktiven Stoffen drin ist, das Thema der Zwang zur Selbstoptimierung. Du bist nicht mehr derjenige, der beim Meister ist und der schraubt dich dann davor und so geht halt das, sondern eigentlich ist jeder für sich, ist ja auch eine Freiheit der modernen Gesellschaft oder die tolle Freiheit. Mit dem Beginn der Französischen Revolution hat diese Entwicklung angefangen. Sie war ein Angriff auf die Tradition, der Angriff auf die Unterdrückung durch festgelegte Traditionen und Stände. Ich meine, wenn die Kirche jetzt so angegriffen wird, es ist ja berechtigt, der Anfang vom Ende des Patriarchats, auch berechtigt, war eingeläutet. Es war der Beginn der Freiheit des Einzelnen, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Somit sind Themen der Aktinide in einer wirklich miasmatischen Dimension. Da kommt kein Bayerin und kein Psychologe und auch kein Homöopath aus. Wir sind alle in demselben miasmatischen Umfeld der modernen Gesellschaft. Und das bedeutet Freiheit, auf sich selbst geworfen sein. Die spiegeln sich in allen Aktiniden und archetypisch besonders im Uranium. Das Ende des Patriarchats, ein Thema der Aktinide, Krise des Mannes, Veränderung der Mann-Frau-Beziehung und ihrer traditionell festgelegten Rollen, Zerfall der Familie, Trennungen, Scheidungen, Trennungskinder, Krise des Mannes. War auch in der Prüfung ganz witzig. Ein Prüfer hat sich hinter der Säule, weil eine Frau das Zimmer betreten hat, hat er sich hinter der Säule versteckt und zerfallen, Strukturbrüche, auseinanderfallen. Das bisher Haltgebende ist nicht mehr da, Bruch in der Tradition. Auflösung festgefügter Familienstruktur. Und viel Zwang, viel Kontrolle, Perfektion und Ehrgeiz als typische Eigenschaften der Aktinide. Auch als Kompensation für einen, gegen einen drohenden Zerfall des eigenen Lebensgrundlage. Angst, Panik, traumatische, posttraumatische Zustände. Spiegelnde Reaktion auf die zerfallenden Strukturen. Autonomie. Ein Unbeheimateter. Weil es das System, die Religion, die schützende Gruppe, das Dorf, die Familie nicht mehr gibt. Das ist der Zerfall der radioaktiven Stoffe, die instabil sind.
Jetzt machst du mal du weiter, Friedrich, sonst rede ich da ab. Du bist nicht laut, du musst dein Mikrofon einschalten. Was wir bisher sagen wollten, ist eben, die moderne Gesellschaft spiegelt sich in der siebten Reihe. Die siebte Reihe ist geprägt vom Zerfall der Atome. Und genauso sehen wir diese Probleme in der modernen Gesellschaft und den modernen Menschen. Die Gesellschaft als solches gibt es nicht mehr in dieser geschlossenen Form, in dem Zitat von Pierre Pasolini der Fall ist, dass man da noch Hirten und Bauern und so weiter alles festgefügt ist. Jetzt ist jeder eigentlich in der Demokratie, was ja zurückgeht auf die Französische Revolution, auf sich selbst geworfen. Und damit, wie Hans schon gesagt hat, kommt auch der Freiheitsaspekt. Das ist ein sehr schöner Aspekt, aber auf der anderen Seite auch dieses, jeder ist für sich selber verantwortlich und jeder steht eigentlich autonom auf seinen eigenen Füßen. Das ist ein positiver Aspekt, ist aber, wenn er aus der Gesellschaft rausfällt, ein sehr problematischer Aspekt. Auch dieser Zerfall des Patriarchats ist ein ganz entscheidender Faktor der modernen Lebenswelt, also diese Gleichberechtigungsaspekt, und das sehen wir alles als positive Entwicklung bei den Aktiniden, aber eben auch als problematischer Aspekt. Zum Beispiel in der Familiensituation sehen wir das Problem des Zerfalls der Familie, das auch ein Thema der modernen Gesellschaft ist, dass Familien zerfallen. Also ich glaube, es gibt mehr als die Hälfte oder zwei Drittel Scheidungen. Das heißt, es kommen dann auch Scheidungskinder heraus, und das alles sind Themen, die wir mit den Aktiniden in unserer Praxis aufgreifen können. Das heißt, was unser Ziel ist und überhaupt was unsere Praxis so einfach macht, ist, dass wir eine gewisse Abbildung von Gesellschaft und Patient und Krankheit, das ist das große Miasma, wovon Hahnemann spricht, die große Lebenssituation, in der wir uns epochal befinden, die prägt uns. Das sehen wir jetzt auch in der großen Dynamik, dass die erste große Pandemie in der Menschheit, die weltumfassend stattgefunden hat, wo wir auch sehen, dass die Menschheit zusammengewachsen ist, dass es wenig Kulturunterschiede mehr gibt, dass die Kulturen auch verschwinden und auch weltweit eigentlich eine ähnliche Lebensform entsteht und auch damit auch Probleme von Kulturzerfall und auch Naturzerfall. Das, was wir jetzt im Klimawandel ganz dramatisch und drastisch sehen, wo auch unsere Lebensgrundlagen bedroht sind, wo wir dann wieder, was Hans schon gesagt hat, dann werden wir bei Plutonium sehr viel darüber hören, wenn es um eine existenzielle Bedrohung geht. So sehen wir in den Themen der Aktinide, sehen wir sehr viel Zerfall. Zum einen einmal die Persönlichkeit, der Zerfall der verschiedenen Rollen und Meinungen in einer Person. Also widersprüchliche, entgegengesetzte Sichtweisen existieren parallel nebeneinander und unabhängig voneinander. Die sogenannte multiple Persönlichkeit ist uns als erstes bei der Prüfung aufgefallen. Bei Plutonium hat ein Prüfer das Gefühl gehabt, ich habe das Gefühl, dass ich jeweils wenn ich mit einem anderen spreche, fühle ich mich wie in einer anderen Rolle. Das ist also diese Auflösung der inneren Einheit der Person. Ein anderer Aspekt ist, was Hans vorhin schon gesagt hat, wenn alles zerfällt, dann versucht man mit Zwang, Pflichtbewusstsein oder Verantwortungsbewusstsein ganz besonders dagegen zu steuern. So sehen wir bei den Aktiniden, bei diesen radioaktiven Stoffen eigentlich beides. Wir sehen einerseits den Zwang, das extreme Pflichtbewusstsein und verantwortungsvolle Seite oder auch genau das Gegenteil, die Lässigkeit, die Unverantwortlichkeit. Vor allem bei den Vätern sehen wir es in Scheidungsfamilien, typisch Väter, die sich nicht mehr um ihre Familien, um ihre Kinder kümmern. Das sind alles typische Themen der Aktinide, was heute ja zuhauf Thema ist, was sich dann wieder auch mit der modernen Gruppe der
der in der Homöopathie den Vögeln spiegelt. Also die Vögel haben auch das Thema des Nestes und der Verlust des Kindes, beziehungsweise das Kind verliert ihre Eltern oder den Vater. Das ist auch ein Thema der Vögel. Und die sind also aus unserer Erfahrung wiederum sehr stark komplementiert, die Vogelwelt, mit der siebten Reihe. Und was ein modernes Thema ist, hat es ja auch nie so gegeben, dass die Menschen ein extremes Absicherungsbedürfnis in finanziellen Dingen haben. Und Versicherungen ist ein typisches Thema der siebten Reihe. Wenn alles zerfällt, brauchst du immer mehr Versicherung. Je ängstlicher du bist, dass etwas wegrutscht in deinem Leben, umso mehr versuchst du, Versicherungen und Sicherungen einzubauen. Also Versicherungsmakler und Vertreter, die haben ja Hochkonjunktur und ist auch eine große Finanzbranche in der modernen Gesellschaft. Auch das gehört zur siebten Reihe. Ich kann mich erinnern an die Prüfung. Ich habe da eine Prüfungsgruppe geleitet und dann haben wir nachher, als wir dann mit der offiziellen Seite fertig waren, sind wir zum Essen gegangen und haben einen ganzen Abend über Versicherungen gesprochen. Also es ist ja dann oft, dass man dieses Thema dann aus einer Prüfung dann sofort auch in den Alltag mit übernimmt. Wir sehen also hier dann auch Überangepasstheit in dieser siebten Reihe, so dass das oft ganz natürlich und normal ausschaut. Man meint dann fast, wenn das Gautrachtenfest in Rosenheim oder Bad Endorf stattfindet, man ist im 19. Jahrhundert, weil alle so schöne Kleidung anhaben und Trachten haben. Das ist bei dir auch ein Teil der Überangepasstheit, auch ein Wunsch, in die alten Traditionen wieder Fuß zu fassen, die Lederhose zu tragen und auf der anderen Seite aber auch ein Widerstand gegen diese Anpassung und Extravaganz, also ein typisches Symptom von Uran war oder ist, dass man eigentlich mit der Tradition nichts zu tun haben will oder eben ganz sich wieder anpasst oder die Tradition aus der Vergangenheit wie virtuell fast mehr zurückholt, ohne dass die heute wirklich noch diese Bedeutung hätte. Man sieht es ja auch in der katholischen Kirche, die Leute heiraten ein Finanzminister heiratet dann kirchlich, der sicherlich damit gar nichts am Hut hat, also wo eigentlich auch eine religiöse Veranstaltung zur Folklore wird. So haben wir dann konkret mit den Arzneien, sehen wir Menschen in schwer zerrütteten Familien, die in Auflösung begriffen sind, Familien in Bedrohung oder die dann entsprechend Kinder in Bedrohung, in zerstörten Familien. Und so haben wir in dieser Serie auch, finden wir Mittel für Waisen, Adoptivkinder, Kinder aus zerfallenen Familien. Und eins der ersten Symptome, das auch andere Leute, die sich auch mit Radioaktivität beschäftigt haben, dass die festgestellt haben, und das ist auch unsere Erfahrung natürlich, dass die Großeltern einspringen als Eltern, weil die Elterngeneration ausfällt. Das ist ein typisches Thema der Aktinide. Das ist ja bekannt zum Beispiel in Afrika, dass da ganze Generationen weggestorben sind und die Großeltern bei diesen AIDS-Kindern, praktisch die Eltern haben, sind an AIDS verstorben und die Großeltern sind eingesprungen. Also AIDS als Nosode, es gibt ja die AIDS-Nosode, auch in der Homöopathie, gehört auch natürlich in diese siebte Reihe und ist diese zerstörerische Auflösung, in diesem Fall des Immunsystems. Das ist auch eine wichtige Thematik der Aktinide. Hans, vielleicht magst du ein bisschen was über Kinder erzählen, das ist ein schönes Thema, was allgemein so die Kinder bei den Aktiniden, also das ist immer ein wichtiger Punkt. Da kann man so ein bisschen zusammenfassen, was sich da ausdrückt. Also wir bemühen uns ja in der Praxis oft so kleine Haikus zu finden, wie man auf Mittel kommt oder wo dann Mittel aufleuchten einfach. Und da auf sich selbst geworfen, allein verlassen, das ist auf jeden Fall schon mal, die gibt eine Richtung an in Richtung Aktinide. Aber jetzt nochmal aufgeschlüsselt, das ausgeschlossene Kind, haben wir viele Fälle von Uran. Das verlassene oder verlorene Kind, Neptunium,
das verachtete, missachtete, bedrohte Kind, Plutonium, das unterdrückte, unter Kontrolle gebrachte, bedrohte Kind, das Curium, das Kind, das sich selbst durchschlagen muss und gegen sein Verschwinden kämpft. Das ist Kalifornium. Das weise Kind, reif, früh entwickelt. Das ist allgemein ein Aktinid-Thema. Aber was ich eben noch aus, zum Beispiel aus der Praxis berichten wollte, heute war ein Patient da, der sich durch die vielen Migranten bedroht fühlt und die wahnsinnig dick hat. Und er sagt, für die wird so viel ausgegeben und was weiß ich. Und das war jetzt nicht der einzige Fall, sondern ich glaube, es kommt auch ein Fall im Kurs dann. Und dem hat jetzt Kalifornium geholfen. Und das ist ja Stadium 12 in der Actinid-Reihe. Und Stadium 12 hat einfach was mit, fühlt sich umstellt von Feinden. Der meint, wenn dann da am Bahnhof oder sonst was die Ausländer rumstehen, und hier haben wir das dahingeschrieben, das Kind, das gegen sein Verschwinden kämpft, das ist genau auch der Eindruck von Leuten, von rechter Stimmung, nämlich dass praktisch das Deutschtum verschwindet, was weiß ich, was da irgendein Höcke oder sowas dauernd vor sich her trägt. Und schon interessant, weil es mir jetzt gerade eingefallen ist, dass bei den Kindern sind wir da auch schon drauf gekommen, Kalifornium. Ein Kind, das gegen sein Verschwinden kämpfen muss. Aber es ist auch gut gegen Rechtsradikale, gegen rechtsradikale Einstellungen. Der ein Patient dort und sagt, es stört mich jetzt gar nicht mehr, ich muss mich jetzt gar nicht mehr aufregen. Der hat sich permanent bedroht gefühlt. Umstanden von Feinden. Stadium 12, Kalifornien. Friedrich, Vater. Vaterthema der Actinide. Du bist nicht an, dein Mikrofon ist aus. Ich auch. Also, beim Vater ist es so, dass wir auch da verschiedene Themen, also überhaupt in der siebten Reihe ist ein starkes Vaterthema enthalten, weil das Patriarchat ja seine Kraft verloren hat, was in der sechsten Reihe des Periodensystems in der Goldserie, wo der Kaiser und der König noch das Sagen haben, zerfällt es eigentlich in der siebten Reihe. Und damit kommt auch die Krise des Mannes und auch die Krise des Vaters natürlich zum Vorschein. Und auch einerseits der, habe ich vorhin schon gesagt, der überverantwortliche Mensch, Vater, aber auch der vernachlässigende Vater und so weiter, sind Themen von Actiniden. Und so haben wir hier systematisch mal gesagt, der Vater, der ausschließt, vorhin haben wir gesagt, das ausgeschlossene Kind ist Uran. Der ausschließende Vater ist eben der Vater, der das Kind gezeugt hat, aber sich nicht darum kümmert. Das ist also typisch in der genetischen Nicht-Anerkennung des Kindes oder sich nie gekümmert. Bei Plutonium sehen wir den Vater, der entweder selber bedroht ist von seiner Frau oder selber bedroht, sondern das Thema der Bedrohung eigentlich drinnen. Oder Hans hat vorhin Kalifornium, das in Stadium 12 ist, einerseits da ist ja das Thema, ich verschwinde, ich habe das Gefühl, ich verschwinde, habe das Gefühl, das Kind zum Beispiel kämpft gegen sein Verschwinden. Beim Vater hier haben wir den schlagenden Vater, also der eigentlich dann seiner Umgebung gegenüber mit Gewalt begegnet. Ist natürlich, wann wende ich Gewalt an, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte
durch einen Feind zum Verschwinden kommen. Vielleicht ist es auch ein Antrieb eines Herrn Putin. Der kontrollierende Vater, das ist Stadium 10, das ist also Curium, das ist übrigens nach der Madame Curie benannt, die große Physikerin, die also sich als erstes überhaupt mit Radioaktivität, in diesem Fall mit Radium, beschäftigt hat und diese sehr emanzipierte Frau war, eine sehr war es in die siebte Reihe gehört. Die Frau kommt hoch, der Mann kommt ins Trudeln und in Schwierigkeiten. Das ist typisch modern und hat was mit der Beendigung des Patriarchats zu tun. Bei Neptun haben wir so diesen nichtssagenden Vater. Also da, das ist eigentlich so die Situation, wo das Kind den Vater nach der Scheidung besucht und der Vater sitzt einfach rauchend im Wohnzimmer und das Kind spielt am Computer und die zwei haben sich nichts zu sagen. Also wo der Vater überhaupt gar keine Navigation geben kann. Neptun ist ja der Gott des Meeres und auf dem Meer, orientiert man sich. Da geht es sehr wichtig darum, dass man sich orientieren kann, beziehungsweise total lost, total verloren ist, was ein Grundthema von Neptun darstellt. Themen körperlich, also haben wir sehr starke Themen der Zervikalsyndrome, was übrigens die Vögel auch haben, Rückenbeschwerden, Lumbalgien, Sakralgien, sehr viele gynäkologische Probleme, Kopfschmerzen. Und was sehr auffällig ist, und das weiß man ja von den radioaktiven Behandlungen und überhaupt von radioaktiven Vergiftungen bei radioaktiven Unfällen, Hauterkrankungen, Neurodermitis, Psoriasis. Und ein wichtiges Thema ist die Allergie. Ist ja übrigens fast ein ähnlich einer Endemie, fast die Allergie. Also das ist ja fast etwas, was durch die Gesellschaft hindurchgeht, also auch miasmatische, moderne Dimension hat. Also ich glaube gehört zu haben, dass es also in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht großartig überhaupt Allergien gegeben hat. Krebserkrankungen kann man sich vorstellen, dass das hier mit beeinflusst werden kann, vor allem die begleitende Behandlung. Das heißt nicht, dass das irgendwelche gute schulmedizinischen Behandlungen ersetzt, aber wir können hier auch gute Begleitungen durchführen. Erschöpfungszustände, Müdigkeit und Schwere sind typische Schwere, die Metalle da unten, die sind absolut schwer, das sind die schwersten, dass sie so schwer sind, dass sie auseinanderbrechen. Und so haben wir dieses Gefühl, auch bei allen Prüfungen konnten wir diese Schwere, beziehungsweise Patienten sagen, ich fühle mich schwer. Hans, magst du über Uranium, die Wirkungsbereiche, Stichworte etwas sagen? Könntest du auch was eine Frage stellen, wenn jemand will, also zu dem Thema, wenn einer die Hand heben möchte, kann er gern was fragen. Bitte? Sagt jemand was? Nein. Okay, Hans, machst du dann weiter? Da sind ja einige Sachen in dem Chat, da steht es. Also? Wird das Periodensystem im Lehrgang auch näher gebracht? Ja, in Teilen können wir das schon machen. Das können wir durchaus also in einer gewissen Weise vorstellen, vielleicht im zweiten Abend oder dritten Abend. Das können wir gerne machen, dass wir hier einen Überblick verschaffen. Das ist schnell verstanden eigentlich, vor allem für die acht Stoffe, die wir haben. Können wir das durchaus auch in einer Kurzform erklären. Nicht jetzt das ganze System, aber was wir für die Radioaktivität brauchen, das ist schon wichtig. Und dann steht hier noch, ähneln die Mittel den Büchern von Jan Scholten. Ja, der Jan Scholten hat sich mit den Aktiniden gar nicht beschäftigt. Jan Scholten ist ein Erforscher der Lanthanide, aber hat sich mit den Aktiniden, also mit den radioaktiven Stoffen, nicht beschäftigt. Und insofern wird man in seinen Büchern, wenn dann nur kurze theoretische Anmerkungen abgeleitet aus dem Periodensystem etwas finden, aber nicht sehr viel. Das ist mehr theoretisch. Er hat selber keine Prüfungen durchgeführt, soweit wir wissen. Dann gibt es noch eine Frage, sind
die Homöopathika über die gängigen Firmen Remedia oder Spagyra zu beziehen? Wir können euch eine Adresse im Kurs dann über Frankreich können wir, also bisher war es Helios Pharmacy in England, das ist jetzt ein Problem, weil wir über den Zoll diese Mittel nicht mehr hereinkriegen. Ich werde euch zwei Adressen geben in Frankreich, wo man das bestellen kann, und ich werde, das sage ich euch dann im Kurs, es wird wahrscheinlich in Österreich eine Pharmacy geben, wo wir das bekommen können. Aber das sage ich euch dann im Kurs soweit, ob das dann soweit spruchreif ist. Aber wir in Frankreich können wir es definitiv beziehen, gibt es zwei Apotheken. Bei England kann man es grundsätzlich beziehen, aber über den Zoll, jetzt vorher war es überhaupt kein Problem, aber jetzt ist es mittlerweile durch den Zoll ein Problem und die Mittel werden zurückgeschickt. Da hat man nur manchmal Glück, dass irgendwas durchkommt, aber in der Regel wird es abgefangen. Helios Pharmacy in England. Noch eine Frage, die ist auch sehr interessant, Friedrich. Ja. Was ist der Unterschied zwischen der Behandlung mit Actiniden und Lantaniden? Okay. Es werden ja bei beiden die Stadien 1 bis 18 genannt, auch bei den Lantaniden. Okay. Kleine Unterscheidung zwischen Actinide und Lantanide, das werden wir euch natürlich auch erklären, aber der Unterschied liegt, die Lantanide sind ja in der 6. Reihe. Und sind, hier muss der Mensch seine Autonomie finden. Also es ist im Stadium 3. Stadium 3 im Periodensystem ist Unsicherheit. Und das heißt, hier musst du deine innere Autonomie finden. Die Reihe 6 ist ja Autonomie nach Jan Scholten und selbstbestimmt. Und hier muss der Mensch seine innere Autonomie finden, während in der 7. Reihe ist die Autonomie schon da, aber dann ist das Problem, dass du in dieser Autonomie nicht mehr in dieser geschützten Atmosphäre der 6. Reihe bist, wo nichts zerfällt, sondern in dieser Auflösungsreihe bist, wo du auf dich selbst geworfen. Das ist unser Begriff für die Actinide, auf dich selbst geworfen. Das ist der Unterschied. Das ist bei Lantanid kein Thema. Also man könnte sagen, wenn Lantanide ein inneres psychologisches Thema darstellen, einer Selbstfindung, so ist Actinide das teilweise auch, aber erweitert in einer gewissen Weise auch in einem politischen Sinne, dass wir nach außen uns positionieren müssen und in der Außenwelt einen Weg finden müssen, noch mehr als wie bei den Lantaniden. Weil das System, die Familie, all diese Dinge nicht da sind. Der Lantanidmensch ist ein Wegsucher. Das sind auch oft Lantanidkinder, die man in der Praxis behandelt, sind ganz oft in einer ganz geschützten Atmosphäre. Meistens Eltern, die sich sehr stark kümmern auch um ihre Kinder. Bei den Actiniden haben wir meistens die zerfallenen Familien. Gut, dann machen wir jetzt die restlichen paar Minuten, die wir noch haben, einen kleinen Einblick ins Uran. Das kann man vielleicht das erste da weglassen, weil das ein bisschen schneller geht. Das, man kann jetzt da, genau. Hans, magst du was sagen? Ja, das erste finde ich das was besonders witzig ist, es ist ja ein Thema des Übergangs im Stadium 6, dass man Mut hat und sich was traut und sich abstößt sozusagen vom Ufer, obwohl man unsicher ist, aber man macht das Neue. Viele Symptome auch in der Prüfung waren, packen wir es an. Und interessant ist, dass sich Uran sehr gut als Heilmittel herausgestellt hat. Nicht nur, wenn man die Tradition abschafft oder so etwas, sondern wenn man umzieht. Einfach nur dieser Schnitt, dieses völlig Neue, an einem völlig neuen Platz zu sein oder auch Angst vorm Umzug, einfach das Thema, einen Schritt zu machen. Und alles, was Krankheiten rund um Umzüge, ob aus Angst vor oder hinterher oder
Depression im neuen Haus oder irgend sowas. Sehr verdächtig auf Stadium 6 der Actinid-Serie Uranium. Gebrochene Tradition, Übernahmesituationen von Erbe, Ausgeschlossenheit aus Familie, vom Erbe, Erbstreitigkeiten, Konflikte und Überlastung bei Übergabe- und Übernahmesituationen, Aufbegehren gegen die Dominanz des Vaters. Heute ein Patient, da war ich hin und her gerissen, ob ich ihm Uranium gebe, schon beim letzten Mal, und ich habe ihm da doch Carcinus hingegeben und es hat sehr gut für die Sinusitis geholfen. Aber Carcinusin hat ja auch die Folge von starker Dominanz der Eltern. Also Aufbegehren ist hier noch deutlicher. Aufbegehren. Lehnt den Vater ab. Abbruch der Vaterbeziehung. Verweigert die Geschäftsübernahme. Beweist sich selbst. Will alles alleine tun. Vaterlosigkeit, aufgewachsen im Heim, oder Vaterschaft ist unklar und spät erfahren, also ist alles Uran. Bei den Großeltern aufgewachsen, starke Beziehung zu den Großeltern. Eltern, die Pflegekinder aufnehmen, also auch die Übernahme von Elternschaft. Und da war es so, dass wir Uranium geprüft haben und das ist dann, hat dann Vermeulen in seinem Buch übernommen und hat dann die Mythologie von Uran dazu geschrieben. Die haben wir gar nicht gewusst, beziehungsweise das hat sich, dieses Vaterproblem und so weiter, hat sich für uns in der Praxis erwiesen, dass das gut ist, oder bei den Prüfern. Und ja, Friedrich, du bist besser beim Erzählen von der Gaia und vom Uranus. Was hat der Vermeulen hingeschrieben? Du musst wieder das Mikrofon einschalten. Wer die griechische Mythologie kennt, der weiß, dass die ersten Urgötter Uranus ist griechisch eigentlich der Himmel. Gaia, die Erde, dass das das erste Götterpaar war. Himmel und Erde sind das erste Götterpaar. Und die zwei haben natürlich miteinander Sex des Abends immer. Und der Uranus ist so ein Altvater, der seine Kinder alle einsperrt. Also Pluto, Neptun, alle, wie sie da heißen in der griechischen Göttermythologie, das sind die Söhne von Uranus, und sie werden unter die Erde eingesperrt, damit sie ihm nicht gefährlich werden. Und Gaia fühlt sich auch unterdrückt von ihrem Mann, und da kommt eigentlich das Ende des Patriarchats, oder zumindest ein Versuch des Endes des Patriarchats, denn Gaia verschwört sich mit dem jüngsten Sohn, dem Kronos, gegen den Vater, und bringen den um, also sprich, sie entfernen ihm die Genitalien, die sie dann ins Meer schmeißen und wo dann Venus draus entsteht. Und Kronos übernimmt dann die Herrschaft. Also man sieht hier auch dieses Patriarchat-Thema, aber der nächste Patriarch kommt leider wieder in Kronos, der dann später von Zeus, geschichtlich gesehen waren die Griechen natürlich noch nicht so weit, dass es wirklich tatsächlich zum Ende des Patriarchats kommt, aber 2000 Jahre später haben wir es dann in Europa geschafft, das Ende des Patriarchats einzuläuten mit Beginn eigentlich der Französischen Revolution. Das ist, finde ich, eigentlich ein sehr schöner Mythos, der auch nochmal wirklich die innere Seite auch von Uran erklärt. Ja. Migranten und Männer, die einheiraten in den Betrieb
oder die Familie der Frau, Einwanderer, Kinder von Auswanderern. Vor 2 Tagen konnte ich einem schwer krebskranken, eingewanderten Arbeiter, der hier dann mit irgendwie 70 oder mehr am Sterben war und sehr gelitten hat, dem konnte ich mit Plutonium helfen. Und seine Tochter hat erzählt, dass er nach der Einnahme von Plutonium Nitricum 3 Minuten später das Atmen aufhören konnte, nachdem er schwer gelitten hat. Also Migranten, Einwanderer. So an das Thema. Was? Ja, das sieht man ein anderes Thema, das die Reihe mit Anfang und Ende zu tun hat, also mit der Geburt. Wir sehen also Themen von Geburt und Tod bei den Aktiniden. Der Beginn und das Ende ist da unten auch zusammengefasst und so gesehen sind es auch Mittel rund um die Geburt, zum Beispiel speziell Plutonium dann und also jetzt am Ende des Lebens ist auch dieser Plutonium kann hilfreich sein. Genau. Also dann, bei dir geht immer das Mikrofon weg. Gell? Das hat immer Aussetzer. Jetzt ist eingeschaltet. Jetzt ist eingeschaltet. Hörst du mich? Jetzt geht's. Also jetzt machst du nur die Kasuistik. Okay. Da sind wir ja jetzt schon dabei. Einen kleinen Fall. Einen Fall, damit Sie verstehen können, wie wir da vorgehen. Also es ist eine Patientin, leidet an Psoriasis, ist gerade in Trennungskonflikt und in der Scheidung und hat auch einen Krieg der Geschlechter, also sprich, die sie kämpft mit ihrem Mann in diesem Scheidungskonflikt. Wer kennt diese Situation nicht? Ein sehr modernes Thema und ist in diesem Fall hier exemplarisch mal dargestellt. Also die Patientin leidet an einer massiven Ganzkörperpsoriasis. Sie hatte nie Psoriasis, hat in diesem Scheidungskonflikt eine Psoriasis entwickelt mit heftigen Juckreiz und Schuppung. Und ist eben die Situation ist so, dass sie als Haushaltshilfe arbeitet und der Mann, also auch vorher, als sie noch zusammengelebt haben, hat der Mann war mehr oder weniger ein gewisser Loser, er hat eigentlich nichts so wirklich hingebracht, hat ein eigenes Geschäft geführt und hat da auch irgendwie versagt, also auch so diese schwache Mann eigentlich und die starke Frau, die die ganze Familie mit Putzen und Haushaltshilfe über Wasser hält. Und dann kommt es eben zur Scheidung. In dieser Problematik geht in der Scheidungsproblematik geht es vor allem darum, dass er sie bedroht, dass er möchte Geld von ihr haben, weil sie noch etwas erben wird. Von diesem Erbe möchte er die wenn er dieses Erbe nicht bekommt, dann wird er sie irgendwie bei der Steuer anschwärzen und so weiter. Also er bedroht sie auch. Ihre Lebensgeschichte ist sehr interessant. Sie ist mit 17 Jahren unehelich geboren in Ungarn. Also ihre Großeltern waren Einwanderer nach Ungarn, also waren so Donauschwaben. Also auch wieder sehen wir das Migrationsthema und die Auflösung der eigenen kulturellen Geschichte, aber auch hier wieder der Rückweg vom Enkel nach Deutschland. Sie ist also hier in Deutschland dann vor 20 Jahren wieder eingewandert, aber sie war mit 17 Jahren unehelich in Ungarn geboren und die Mutter hat sie gehasst. Beide haben sich gegenseitig gehasst, weil die Mutter natürlich mit 17 Jahren ein Kind bekommen hat, sehr viel Repressalien von ihren Eltern bekommen. Sie ist dann eigentlich bei den Großeltern aufgewachsen, was wir vorhin schon gesagt haben, typisches 7. Reihe-Thema. Wenn man das analysiert, also Aktinid-Thema bei den Großeltern aufgewachsen, Elterngeneration fällt aus, auf sich selbst geworfen, auch in Deutschland, obwohl sie verheiratet war und 2 Kinder, doch eigentlich der Mann, der ausfällt. Fehlende Anerkennung durch den Vater, übrigens ihr Vater hat sie verleugnet, sie hat ihren Vater nie gesehen. Sie hat sich dann als sie 18 war, mal den Mut genommen,
zum Haus des Vaters zu gehen. Sie wusste, wo der wohnt und wollte ihn kennenlernen, aber da musste sie feststellen, dass der Vater vor einem Jahr gestorben war. Also es, der Krieg der Geschlechter, Ehemann ist ein Loser, Scheidung, Trennung, Ehemann mit zwei Kindern. Also das ist so kurz gefasst die Urangeschichte, oben die Aktinid, was alle Aktinide haben. Und innerhalb von ein paar Wochen, also ich glaube, dass es keine zwei Monate gedauert hat, war die Psoriasis vollständig verschwunden bei ihr. Und sie hat das auch ganz gut dann mit der Scheidung auch hinbekommen. Das ist jetzt zum Beispiel ein sehr exemplarischer Fall, wo eigentlich alle Themen drin sind, von vom Vater nicht anerkannt, von den Großeltern aufgewachsen, mit der Mutter ein schlechtes Verhältnis, Krieg der Geschlechter, kann man hier feststellen von dieser Arznei. Also, ja, das war's jetzt. Ich habe einen guten Eindruck bekommen. Ja, von den allgemein von den Aktiniden, so wie jetzt im speziellen Namen vom Uran, das wird natürlich noch viel ausführlicher und mit vielen Fällen aus der Praxis, wo wir die verschiedensten Aspekte genau verstehen können. Das ist ein irrsinnig großes Mittel. Hans? Ich kann nur sagen, Sie werden für die Praxis wirklich einen Gewinn haben, weil unsere ganzen Sachen nicht theoretisch, sondern in der Praxis erlebt sind. Und deswegen bin ich auch überhaupt nie nervös, weil ich eigentlich nur erzähle, was wir die 20 Jahre gesehen haben und aus unserem Computer wieder abrufen und dann da ein bisschen rausdestillieren. Also wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Gut. Das war's. Gibt's da irgendwie? Gibt's noch Fragen, ja? Wie lange arbeiten Sie beide schon mit den Aktiniden? Ist die Frage, die haben wir schon beantwortet. Also seit 1995, unsere erste Prüfung war Plutonium, die zweite war dann Uran und dann haben wir sukzessive die in den folgenden Jahren dann geprüft und klinisch angewendet. Also insgesamt kann man sagen 27 Jahre, wenn man es genau zusammenzählt. Gut, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann beenden wir hier den Infoabend. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und die interessanten Fragen und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Magst du noch was sagen, Hans? Na, passt schon. Alles dann? Gut. Gut, dann bis zum Oktober dann. Wir freuen uns.